In diesem Video möchte ich dir berichten, wie gefährlich eigentlich MSM sein kann. Die Lebensmittelüberwachung und Arzneimittelbehörde der USA, auch FDA genannt, hat nach Überprüfung eine Einnahme von 4,8 Gramm MSM pro Tag als unbedenklich empfunden. MSM ist auch kein offizielles Arzneimittel. Es wird als Nahrungsergänzungsmittel verkauft und es hat keine entsprechende Zulassungsstudien durchlaufen, in denen die Wirksamkeit und die Nebenwirkungen der propagierten Dosen untersucht wurden. Auch laut Angabe der Deutschen Gesellschaft für Ernährung wird der Bedarf an Schwefel durch die Zufuhr von Eiweißen und bei durchschnittlicher Ernährung in Deutschland gedeckt. Ja, das ist zumindest die Einstufung. Im Gegensatz zu USA, wo 4,8 Gramm pro Tag für unbedenklich empfunden werden von der FDA, welches die größte Instanz für zugelassene Arzneimittel ist, wird in Deutschland wiederum nur 50 Milligramm pro Tag empfohlen. Außerdem warnt das Bundesamt für Verbraucherschutz folgende Personen, MSM einzunehmen. Und zwar schwangere Frauen, stillende Mütter, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Personen, die mit Coumarin-Antikoagulanten behandelt werden. Ja, im Internet kann man oft lesen, dass MSM in keiner Dosierung schädlich ist und es wurde aber keine Studie dafür gemacht oder nicht genügend Studien. Und daher konnte es auch nicht nachgewiesen werden, dass MSM in jeder Dosierung nicht schädlich ist. Oder zumindest wurden diese Studien nicht entsprechend oder ungenügend an Menschen erprobt. Ein Schwefelüberschuss durch die Aufnahme von MSM über die normale Ernährung ist in der Medizin bisher unbekannt. Aber zum Beispiel bei Tierexperimenten ist es bestätigt, dass bei weit höheren Dosen eine Einnahme von MSM keine toxische Substanz herausgestellt hat. Allerdings kann auf Haut, Augen oder auch Schleimhäuten angewendet eine Irritation auslösen. Ja, da auch noch nicht genügend Studien über die Wirkung von MSM vorgenommen wurden, gibt es auch keine Nebenwirkungen, zumindest nicht welche jetzt ausreichend bekannt sind oder dokumentiert wurden. Schwere Nebenwirkungen sind nach der bisherigen Datenlage sogar eher unwahrscheinlich. Die Naturheilkundler empfehlen die Einnahme von MSM zum Beispiel zum Entgiften. Ja, im Rahmen einer solchen Kur wird oftmals von einer Erstverschlimmerung durch die Einnahme gesprochen, die zum Beispiel anzeigen soll, dass toxische Substanzen den Körper verlassen. Dabei werden vor allem von Blähungen, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Kreislaufstörungen gesprochen. Aber dies ist auch genau wie das Entgiften an sich, jedoch wissenschaftlich nur ungenügend belegt. Ja, von daher gehe ich davon aus, dass man wirklich der FDA das glauben kann, da es die höchste Distanz ist, dass 4,5 Gramm täglich unbedenklich sind. Aber das ist meine Meinung, wie ihr das einschätzt, wie ihr MSM verwendet, solltet ihr selbst herausfinden. Belest euch nochmal. Ich möchte da nicht dazu beitragen, dass ihr zu viel einnehmt. Für weitere Videos lasst ein Abo da, lasst ein Like da und wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Ciao.